Oder? Ja, läuft, das ne? Das macht wunderbar. Ihr Team in der Firma auch immer so, oder? Ja, natürlich, ja. Jeden Morgen. Jeden Morgen, jeden oder? Morgen, ja. Jeden Morgen. Nur ja. Der Klaus fehlt. Ach so, oder je nachdem. Ja. Und mit Niederknien noch. Mit Niederknien? Ja, ja, genau. Ich denke, Sie stehen für Menschlichkeit ein. Ja, das ist alles mit dabei. Ach so, das ist alles gelogen. Verstehe, verstehe. Was verstehen Sie denn unter Menschlichkeit? Ja, Menschlichkeit kann man ja in zwei Facetten sehen. Man sagt auch gerne, einer ist menschlich, wenn er was vergisst oder ist menschlich, wenn er sich vertut. Wir meinen Menschlichkeit in Form der positiven Entwicklung, wenn einer Menschlichkeit als Potenzial sieht. Wenn man auch mal Fehler macht, dann erkennt, aha, ein Fehler gemacht, ich ändere das. Also immer, wenn es positiv ist und nichts zerstört, sondern eher was entwickelt. Bei so Menschlichkeit sind ja auch zum Beispiel Wut, Hass und sowas alles. Genau. Ne? Irrtum, Irren ist zutiefst menschlich und das meinen wir damit nicht, sondern für uns ist Menschlichkeit eigentlich eine Haltung. Eine Haltung, wie gehe ich auf Menschen zu, sehe ich erstmal die Person dahinter und nicht das Verhalten, komm ich auch mit Menschen klar, die mir vielleicht auf den ersten Blick oder auf den ersten Satz nicht sympathisch sind. Das ist, was wir unter Menschlichkeit verstehen. Gibt es da, können Sie da so bestimmte Kriterien skizzieren? Ja, also für uns sind wichtige Kriterien Wertschätzung, Anerkennung, Respekt, gerade im Miteinander dann auch Vertrauen, Selbstvertrauen und genau. Kommunikation, ja, selbst. Genau. Selbstbewusstsein, jetzt habe ich. Ah, da war es. Bewusstsein, genau. Selbstbewusstsein. Also einfach, dass es eine gute Beziehung geben kann miteinander. Das ist uns wichtig. Genau. Aber im Geschäftsleben, ich meine, haben die Werte da überhaupt irgendwelchen Bestand? Ich sag mal, man erlebt ja oft Werte in Firmen, die stehen ganz dick an der Tafel oder an der Wand. Aber bei den meisten ist es nur so Marketing. Die legen Werte fest und dann hängen die da und werden nicht umgesetzt. Werte sind dann nur gut, wenn sie umgesetzt werden. Dann spricht man von Transparenz als Wert, dann muss man es auch überall erkennen. Transparenz. Und das wie, da steht bei denen an der Wand, wir sind transparent. Finden euch dolle oder was. Und dann finden die Mitarbeiter aber gar nicht dolle. Oder? Nee, ganz genau. Genau. Das ist so, die schreiben das dahin, sagen, jetzt haben sie alles getan, reiben sich die Hände, sagen, super, wir sind jetzt wertschätzend, gehen los, der Nächste kommt vorbei, den grüßen sie nicht mal. Und dann sagt man, aha, wo ist denn da der Alltag? Ne? Da wird dann die echte Zitronenquetsche trotzdem weiterhin noch angesetzt. Genau. Ganz genau. Das ist, ja so, das ist ja so, dass oft Werte vermittelt werden von Unternehmen, die man für toll hält. Mann mit Doppel-N? Mann mit einfachem N. Mann und Frau toll finden. Also Werte, wo wir glauben oder wo die Unternehmen glauben, wenn wir diese Werte vertreten, dann sind wir ein tolles Unternehmen. Nur das sind oft nicht die Werte, die gelebt werden oder die Mitarbeiter auch teilen. Es ist auch wichtig, dass die Werte geteilt werden. Ist das denn trotzdem was man in sich tragen muss? Also diese Menschlichkeit oder denkt man sich dann aus, Wertschätzung klingt gut, Vertrauen klingt ganz gut und so weiter und so fort. Woher kommen diese Werte, die man festlegt? Also wir haben ja festgestellt bei unseren Best Practices, die wir besucht haben, dass es dann nur funktioniert, wenn der Chef oder die Chefin, je nachdem wer oben steht, das auch lebt, das heißt eine Haltung ist. Wenn ich jedes Mal überlegen müsste im Alltag, Mensch, wie muss ich das jetzt machen, damit das menschlich ist, ne? Klappt ja irgendwie nicht, man hat so viele andere Sachen im Kopf und der Kopf kann eins nach dem anderen nur machen. Eine Haltung ist, die ist dann mehr so im Brauchbereich, wo man einfach einen roten Faden hat und sagt, ich mache es einfach, weil ich das einfach gut finde und ich denke nicht drüber nach, weil der Kopf wird ja für andere Sachen gebraucht. Sonst geht es nicht. Für die ne? Zahlen. Genau, da kennen wir uns aus. Wenn man sich das jetzt vorstellt, menschlich führen, wie macht man das denn genau? Menschlich führen ist ganz viel Blick für den anderen haben, also für sein Team, für die Mitarbeiter im Team zu schauen, was bewegt sie. Immer auch gucken, das ist ja ein Mensch, der nicht nur zur Arbeit kommt, sondern der hat ein Leben drumherum, der hat vielleicht Sorgen oder auch nicht und hat einen guten Tag, hat einen schlechten Tag. Und da einen Blick für zu haben oder wenn mal was in die Hose geht, ganz wichtig, Sache und Person zu trennen. Nicht sagen, du, was hast denn da wieder angestellt, sondern da ist was schiefgelaufen, woran hat es gelegen? Zum Beispiel, ne, oder noch schlimmer. Noch schlimmer, ja. Tue ich jetzt hier nicht. Nee, okay. Also immer in solchen Situationen darauf achten. Das eine ist die Handlung, die da möglicherweise daneben gegangen ist. Das andere ist, da steht ein Mensch, der es in der Regel nicht absichtlich tut. Wie vereinbart man denn diese Ziele, dass die auch für alle stimmig sind und dass nicht der eine sagt, Vertrauen? Dem vertraue ich überhaupt nicht, dem Kollegen, das ist doch ein Klugschwätzer. Wie macht man das? Also wichtig ist erstmal, alle müssen mitmachen.
So, das heißt, man kann nicht sagen, wir nehmen jetzt hier 130 Leute, die setzen wir rein, diskutieren jetzt und am Ende haben wir was raus, dann kommt irgendwas raus, ne? Kaugummi, aber sonst nichts. Ne? Es ist wichtig, dass man aus verschiedenen Abteilungen oder aus verschiedenen Hierarchien Leute zusammennimmt und erstmal darüber diskutiert. Wie seht ihr das? Was versteht ihr überhaupt darunter? Weil jeder versteht ja vielleicht unter einem Begriff was anderes. Und so findet man Werte, wo man sagt, was ist der Hauptwert und was sind die Unterwerte? So wird es meist gemacht. Und dieser eine Wert, der muss von allen letztendlich vertreten werden. Natürlich wird man die 120 Leute kriegen, die sagen, Mensch, toll, das ist unser Wert, sondern die werden schon sagen, gut, damit kann ich leben. Also das wäre auch eine Sache, da kann ich hinterstehen. Ne? Aber schon wichtig, und wer das nicht will, kann gehen. Ist das dann so, dass das Führen mit Menschlichkeit nur geht, wenn man eine absolute flache Hierarchie hat, nach dem Motto, dass man fast beim Chef auf dem Schoß sitzt? Nein, auf keinen Fall. Das geht auch in großen Hierarchiestufen, nur es ist leichter, es einzuführen in flachen, also in kleineren Unternehmen, flachen Hierarchiestufen, weil bei größeren Unternehmen kommen dann immer auch noch Statusebenen dazu. Je mehr Ebenen da sind, umso schwieriger ist es, über die Ebenen zu kriegen. Ja, man kennt aber, das ja bei diesen Organigramm. Ja, oben ist der Chef und unten ist das Fußvolk. Ja. Also da kann man ja mal eine Sache mal erzählen aus dem Workshop. Raus, ja, genau, richtig, dafür sind wir da. Ne? Da hatten wir Organigramm, haben gesagt, guckt euch das Organigramm, was fehlt da? Mhm. Haben wir drauf geguckt, Chef ist drauf, Mitarbeiter sind drauf, nix. Dann sagen wir, wo ist der Kunde? Ach ja, stimmt, der fehlt. Wo steht der? Wo die Mitarbeiter sind, die damit zu tun haben? Unten. Ich sage, bei Ihnen steht, der Kunde steht an erster Stelle. Wie kriegen Sie jetzt da oben hin? Dann haben wir überlegt und haben wir einfach mal das umgedreht. Da stand der Kunde oben. Ja. Und dann stand also das Organigramm ganz praktisch. Umgedreht, mal ganz umgedreht, das Blatt Papier umgedreht. Okay. Und dann haben wir drauf geguckt und haben gesagt, jetzt stehen aber die Mitarbeiter oben, die direkt mit dem zu tun haben, der Chef ganz unten. Und dann merken die plötzlich, da merkt man hier oben, klack, klack, ups, klack, klack. Und dann sagen sie, ach, ist nicht mehr Macht von oben, sondern Unterstützung von unten. Hm. Und das war so ein Aha-Effekt zum Beispiel. Das geht auch. Ja. Und ist das so das Grundgerüst, wo man dann anfängt, damit auch das aufzubauen? Ja, ganz klar. Also menschlich führen heißt ja auch, wenn ich meinen Mitarbeitern Wertschätzung, Respekt entgegenbringe, dass ich sie auch machen lasse, dass ich auch vielleicht am Anfang Grenzen setze oder Unterstützung anbiete, je nachdem nach Wunsch und Fähigkeiten der einzelnen Leute. Aber das ist im Grunde der Beginn, weil am Ende oder ich sag mal, in einem weiteren fortgeschrittenen Stadium steht dann eben, dass Mitarbeiter eigenverantwortlich arbeiten und die Chefs im Grunde weniger Verantwortung tragen, dafür mehr Coach der Mitarbeiter sind oder Leitplankengeber, wenn welche gewünscht sind, oder einfach Unterstützung oder im Rücken stehen, wenn es mal in die Hose geht. Solche Dinge, das ist einfach wichtig. Ne? Spannend ist ja auch, wenn man sieht, die Mitarbeiter, die jetzt da stehen und die jetzt keine Verantwortung haben, jetzt sagt der Chef einmal, warum denkt ihr nicht mit? Können sie ja nicht, weil die ganze Zeit ja nicht die Position hatten. Ne? Ja. Wenn die einmal merken, dass sie selber wieder selber entscheiden dürfen, dann lernen die es auch. Und dann kommt genau das, was jeder Chef möchte, das Mitdenken. Ne? Man muss nur freigeben. Das ist ein gutes Stichwort, weil ich würde gerne wissen, wie macht man das denn, dass man die Mitarbeiter so auf die Spur bringt, sage ich mal, auf die Menschlichkeitsspur oder die mit ins Boot holt für diese, weil das muss ja umstrukturiert werden im Unternehmen. Das ist ja eine neue Art der Führung im Endeffekt. Genau. Wie kriegt man die Mitarbeiter dazu? Also wichtig ist zunächst mal, dass man also die als Basis die Werte, die gemeinsame Werte miteinander vereinbart und das geht über, da gibt es unglaublich viele Übungen, dass man einfach mal sich die Werte, es gibt ja zig Werte, man guckt sich den Wertebaum an und schaut, welche Werte haben wir überwiegend hier und dann werden die immer weiter eliminiert, bis dann zwei, drei überbleiben. Und dann ist es wichtig zu sagen, wenn wir Vertrauen im Unternehmen leben, was bedeutet das denn im tagtäglichen Tun? Was bedeutet Vertrauen, wenn ich die Tür aufmache und ein Kunde kommt rein? Was bedeutet Vertrauen, wenn mir meine Kollegen mal so richtig auf den Keks geht? Was bedeutet Vertrauen, wenn ein Kunde mich am Telefon anraunzt? Was bedeutet das, wenn ich einen Fehler mache? Ne? Und da wird wirklich konkret, werden die Situationen dann besprochen, was bedeutet uns hier in diesem Büro oder in diesem Unternehmen dieser Wert im täglichen Tun? Das ist ganz wichtig. Diese Werte, was sind die häufigsten Werte, was Sie herausgefunden haben? Was wollen die Mitarbeiter und was wollen die Chefs? Kollidiert das oder ist das ähnlich? Und welche sind das? Nee, also es kollidiert nicht, wenn man miteinander spricht, weil es ist ja auf beiden Seiten Menschen. Und wichtig sind, also die sind sehr unterschiedlich teilweise. Ich habe es erlebt, Transparenz, Vertrauen, wir sind professionell. Da gibt es ja massig Werte und das muss nur passen. Ich hatte eine Firma, die hat Transparenz rausgesucht und die hat hinter transparente Kugelschreiber. Die haben es wirklich bis zum letzten Punkt durchgezogen. Die haben gesagt, die haben erstmal geguckt, unsere Verträge sind nicht transparent. Die haben die transparent gemacht. Die haben alles durchgeschaut und haben gesagt so, und das liegt immer dran, was die Firma jetzt ausdrückt, was für eine Branche das auch ist. Ne? Nur letztendlich stehen auf beiden Seiten Menschen und die finden mit Sicherheit einen Wert, wo sie sagen, da können wir hinterstehen. Und wie kriegt man das auf einen Nenner? Was muss man wirklich konkret machen?
um in der Kommunikation auf einen Nenner zu kommen, also ist ganz wichtig Präsenz, Achtsamkeit. Ein Beispiel, mir passiert das immer wieder. Ich komme in die Kanzlei rein, habe im Aufzug schon den ersten Jahresabschluss im Kopf, gehe ins erste Büro, sage guten Morgen, alles klar und gehe gleich weiter. Und wenn da einer sagt, ach so, ja, da war ja noch was. Also diese absolute Präsenz. Wenn ich mit jemandem rede und ihn frage, wie geht's dir, dann sollte es auch wirklich mich interessieren, Antwort, ne? Genau, ja. Wie es ihm geht. Und also Präsenz ist ein ganz wichtiger Faktor. Am besten einfach moin. Ja, und dann kann moin, man genau. So durch den Flur, moin. Ja, genau. Guck bloß keiner raus. Mhm. Also das ist ganz wichtig, absolute Präsenz und eben wirklich zuhören auch. Ne? Und das fängt beim Chef auch an. Also es fängt immer beim Chef an. Der man Fisch stinkt genau zuerst am Kopf, ne? Genau. Ja. Ich wollte es nicht sagen. Phrasenschwein 5 Euro. Ja, also genau. Erst Butter drauf essen, das genau ist besser. Okay. Also da gibt es so total interessante Sachen, dass ein Chef reinkommt und jemand fragt, haben Sie einen Termin? Und dann, nee, ich arbeite 2 Jahre hier. Ach ja, ne? Ich meine, das ist eine super Wertschätzung. Das ist auch sehr achtsam. Ja. Ja. Absolut. Ja. Oder wenn er überhaupt grüßt. Ja. Ne? Geht man gerne hin als Mitarbeiter. Ja. So. Ganz genau, ja. Ne? Kommen wir zum Thema Chef. Das ist ja so, jeder Mensch wird geboren und nimmt dann seinen Lebenslauf sozusagen. Und er hat verschiedene Erfahrungen, was er so macht, hat vielleicht auch wirklich Arschtritte bekommen im Leben und ist gebrandmarkt und was auch immer. Nun hat er diese Persönlichkeit. Was muss ein Chef entwickeln, um überhaupt menschlich führen zu können? Empathie, Einfühlungsvermögen, und Zuhören ist einfach wichtig. Immer wieder gucken, ich meine, ich kann eine Persönlichkeit nur schwer ändern. Also ich sowieso nicht, aber wenn ich als Mensch, meine Vorprägung, habe ich eine gewisse Persönlichkeit, die ist ganz schwer zu ändern. Deswegen ist es auch immer wichtig, darauf zu achten, dass man mit den Menschen gut kann, mit denen man arbeitet. Fachliche Defizite sind ganz einfach auszugleichen, da gibt es Seminare noch und nöcher. Aber das ist wirklich wichtig, einmal zu hören, was ist es, und dann kommen totale Annahmen. Also wirklich sagen, ich nehme dich jetzt so, wie du bist. Oder wenn es nicht geht, dann trennt man sich halt. Aber auch das hat man, Seminarleiter gesagt, in Liebe gehen lassen geht auch. Also man kann sich auch trennen auf einer menschlichen Basis, auf einer menschlichen Art und Weise. Ne? Und wichtig ist auch zu erkennen selber, dass jeder, der sich verändern möchte, weil sonst klappt es nicht, dass er dann selber bei sich mal guckt, was für Muster laufen ab. Das ist ja wie beim PC. Jeder kennt ja Autostart. Man macht den Computer an, ne, sagt der Chef, drück mir mal ganz schnell was aus, ich muss ganz schnell weg. Man macht den Computer an, Autostart, 35 Programme drin. Zack, sie laden. Der Chef steht schon da, wo ist mein Zettel? Geht. Ja, es lädt, dann lädt man halt keine Freiheit. Das heißt, erstmal Escape drücken, Autostart löschen, damit man wieder Luft kriegt, selber zu entscheiden und auch die Dinge zu erfüllen. Das sieht man ja bei den Chefs oft, ne, diese Programme. Also, dass die Chefs ihre Programme abschaffen ganz genau sollen erstmal. Ganz genau. Ne? Dass sie erstmal delete und dann neu beschreiben. Ja. Nur da geht es. Also wenn der Chef es nicht tut, geht es im Team, wird das nichts. Ne? Genau. Wenn ich als Chef sage, ich propagiere Offenheit und mache meine Tür zu und erzähle nichts, und dann funktioniert das nicht. Dann sagen Leute, wieso? Warum soll ich das tun? Macht der Chef auch nicht. Ne? Also Vorleben ist ganz wichtig, und das ist echt eine Herausforderung. Ja. Ne? An welche Herausforderungen und Grenzen stößt man denn da? Es ist, also jetzt aus meiner Erfahrung, wir sind ja in dem Prozess und machen das schon länger und es dauert auch bestimmt noch länger. Es ist total ungewohnt, weil dieses übliche Chefverhalten, was wir ja auch gelernt haben früher, ist so wie so eine Autobahn, muss man sich das vorstellen. Jetzt gehe ich mal auf so einen kleinen Trampelpfad und versuche was Neues. Und wenn ich diesen Trampelpfad nicht jeden Tag gehe, wächst er wieder zu und ich vergesse den Weg. Also das ist so, stelle ich mir dieses Bild, habe ich immer vor Augen, wenn ich über solche Dinge nachdenke. Und das braucht Beharrlichkeit, Wiederholung und sehr viel guten Willen für mich selber auch. Und was ganz wichtig ist, es geht immer wieder in die Hose, und das muss man aushalten können und sich selbst auch verzeihen können. Die Mitarbeiter aber auch. Die müssen natürlich auch aushalten können. Keine Frage. Die müssen auch einiges aushalten. Wird man dann eigentlich als Chef zum absoluten Weichei, dass man nur das, oh ja, und wir sind ja alle so miteinander und irgendwie und alle, wir haben uns lieb? Oder wie kann man sich das vorstellen? Nein, das stimmt. Ja, genau. Ja, gut, da haben wir es erledigt. Genau, danke. Ihr dürft anspannen. Nein, ist ja so, der Chef verändert sich, dass er vorher war derjenige, der vorgibt, der war der Macher, ne? Der gibt vor und sagt so, hat ja auch funktioniert, ganz klar. Nur keiner konnte sich entwickeln als Mitarbeiter, aber es funktioniert in einer Phase. So, und jetzt wird der Chef von, ich sag mal, Mächtigen hin zu einem Coach oder Mediator oder Mentor, wie man es auch nimmt, der jetzt die Leute praktisch hält und sagt, so, du machst das selber. Wenn du Wissen brauchst, frag mich, ich habe das Wissen. Und wenn ihr mal Moderatoren braucht oder irgendjemand, der euch stützt als Team, bin ich da. Also ihr seid jetzt die, es gibt ja diese Werbung von früher. Ich weiß nicht, welche Werbung das war, da fährt einer los, kauft Pizza. Ne? Geht in die Firma rein, verteilt die Pizza in der Firma. Das war der Chef.
weil die anderen am Arbeiten waren, wichtigen Sachen, er hat nichts zu tun. Er hat gesagt, hol mal die Pizza für die Mitarbeiter, aber das ist so ein Bild, wo man sieht, er ist nicht der, der die Hauptaktion macht, das machen gerade die Mitarbeiter, die sind gut drauf und er verteilt die Pizza. Nun gibt es ja aber auch Mitarbeiter, die eigentlich gar nicht mitdenken wollen. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen ketzerisch, aber es gibt es wirklich. Es gibt Menschen, die sind total glücklich damit, jeden Tag einfach nur was abzuarbeiten und nicht viel mitdenken. Was ist mit denen, wenn man denen nämlich sagt, das kriegt immer ordentlich Verantwortung, dann denken die, das ist aber gar nicht mein Ziel. Nee, das ist auch nicht unser Ziel. Also wichtig ist einfach zu gucken, welcher Mitarbeiter hat welche Kompetenz und welche Lust auch, sich dazu zu entwickeln. Und ich behaupte mal, es gibt in fast jedem Unternehmen Aufgaben auch für Mitarbeiter, die vielleicht eine angeleitete, eine geführte Tätigkeit ausüben wollen oder einfach jetzt im Steuerberatungsbereich vielleicht eine Buchhaltung nur einzutippen. Nur ist jetzt nicht wertend gemeint, aber eben jetzt ohne große Verantwortung, Routinearbeit. Ja. Es gibt auch Menschen, die haben totalen Bock, mit Mandanten zu sprechen und dahin zu fahren. Es gibt Mitarbeiter, die sagen, nee, geh mir weg damit. Ich sitze gerne hier an meinem Computer, ich telefoniere, ist okay. Aber das Spannende ist eben, für all diese Leute einen Platz im Unternehmen zu finden. Das ist im Grunde die wichtigste Chefaufgabe. Ja. Gibt es denn schlechte Mitarbeiter per se? Ich würde mal sagen, per se nicht. Falschen Ort, falschen Platz. Ja? Und vielleicht noch nicht so bewusst auch. Weil viele, die dann ihre Sachen machen, will ich gar nicht. Wenn die plötzlich doch mal merken, wie schön das ist, wenn sie sich entwickeln und wenn sie eine Aufgabe kriegen, sagen, Mensch, klasse, plötzlich sieht man die länger sitzen und sagt, ach, guck mal einer an. Deswegen ist mal vorsichtig. Es gibt nicht keinen schlechten Mitarbeiter. Es gibt nur einen, ist er entwickelt, hat er es verstanden, ist er vielleicht am falschen Platz oder nicht? Da muss man für sorgen als Chef. Das ist ja die Aufgabe des Chefs, auch zu gucken. Ne? Aber das klingt ja auch so ein bisschen so, als ob der Chef jetzt irgendwie ein Psychologiestudium hinter sich haben muss. Noch dazu drei Coaching-Ausbildungen. Ja. Bisschen Kuschelkurs, aber trotzdem die Faust in der Tasche. Also, wie soll der das denn alles machen? Ja. Und hat der überhaupt noch Zeit, was anderes zu machen? Nee, der holt dann die Pizza. Aber wie kann man sich denn als Chef so entwickeln, dass man es überhaupt gebacken kriegt? Also alles so wahrzunehmen und da psychologische Unterstützung zu leisten. Also ein ganz wichtiger oder ein einfacher Weg ist, dass man vielleicht als Chef auch mal ein Coaching in Anspruch nimmt. Es gibt ja durchaus gute Coaches, die einen da begleiten an der Stelle, wenn man das mag, sich darauf einzulassen. Wir haben mal eine Coaching-Ausbildung gemacht, also dann mal von der anderen Seite uns das Ganze auch mal angeschaut und gelernt. Aber ein Psychologiestudium und so braucht man nicht. Es ist wirklich mehr die Lust, der Wille, sich darauf einzulassen und es auch auszuhalten, weil es ist nicht immer schön. Es gibt auch wirklich unangenehme Momente. Genau, so, und jetzt die Fische. Ja, genau. Wo geht das richtig in die Grütze? Also was ist schon mal, wo sind Sie schon richtig auf dem Hosenboden gelandet? Erzählen Sie mal. Chef, was? Ja, als Chef, na klar. Als Chef? Ja. Genau. Gar nicht. Nie. Um Gottes Willen. Also muss der Chef doch perfekt sein. Also, nein. Ja, tatsächlich sind wir perfekt und noch nie auf dem Rosenboden. Nein, natürlich. Ja. Also, ich meine, ich schnauze auch mal rum, ne? wenn mir die Hutschnur reißt. Und ich erwische mich immer wieder auch dabei, dass ich eben nicht zuhöre oder dass ich Dinge voraussetze, die ich nicht voraussetzen kann. Oder dass wir in Team-Meetings vollmundig Dinge vereinbaren. Der Erste, der es reißt, ist ich bin ja der Chef, ne? Der sich nicht dran hält. Also Dinge, weil damit die Prozesse besser sind. Also immer wieder geht es in die Hose. Immer wieder geht es in die Hose. Ne? Und das ist auch, ich habe so die Erfahrung gemacht, wir sind ja schon einige Jahre in diesem Prozess dabei. Am Anfang wurde nichts dazu gesagt von meinem Team. Mittlerweile sagen die, ey Klaus, das haben wir anders vereinbart. Und dann entwickelt sich das weiter, wenn man dann auch bereit ist, das mit dem Team zu machen. Ne? Merken Sie, dass sich da was ändert, dass der oder die Mitarbeiterin dann auch mehr den Mut hat, was zu sagen? Weil oft heißt es, ja, meine Tür steht offen, komm du mal rein, erzählt mir alles. Dann sagt man, ey, ganz ehrlich, so und so. Und dann sagt der Chef, also wenn du das heute nicht fertig machst, ne, sorry. Also da war das nichts mit der offenen Tür. Wie verändert sich das Verhältnis Chef-Mitarbeiter? Es ist eine andere Hierarchie, wirklich. Es ist ein Team, wo einer da sitzt, der mehr Verantwortung hat, der mehr entscheiden muss vielleicht hinterher, den Kopf hinhalten muss, auch ein bisschen mehr verdient vielleicht. Ne? Aber letztendlich ist es ein Punkt, wo man miteinander spricht. Einfach, wo man zusammen morgens schon, ist oft ein ganz tolles Highlight, wenn man es einführt bei Unternehmen, morgens zusammensitzen, zusammen frühstücken und dann noch was austauschen. Bei uns ist es jeden Morgen normal, wo jeder was sagen kann und so weiter, sich austauschen kann. Und da passiert auch viel Kommunikation. Und da hat auch keiner irgendwie dann gesagt, ach, mag ich jetzt nicht sagen, weil es locker geplaudert wird. Da sagt jeder, ah Mensch, fand ich gar nicht gut, das können wir mal ändern und so weiter. Da muss das sein, okay, wir können mal drüber reden. Ne? Nein, aber da ist wieder eine Kommunikation da, eine Basis. Ne? Und die fehlt ja so oft, weil der Chef nicht erreichbar ist. Ne? Wie
rechnet sich das Ganze jetzt, wenn man so lieb miteinander ist? Aber richtig. Was kommt dabei raus? Ja. Jetzt wollen wir mal über die Euro sprechen. Genau, ja. Genau. Also der Auslöser. Der ROI, der Return of Investment. Richtig. Genau. Ja. Auslöser war ja damals, bei einer Firma hatten wir eine Litfaßsäule aufgebaut, Kommunikation. Und das war richtig klasse, hat auch funktioniert. Mitten im Sozialraum eine Litfaßsäule, wo dann was dran kam. Ja, richtig. Also die hatten Computer, alles, tolle Foren und so weiter. Nein, aber Litfaßsäule mit Plakaten dran. Was machen wir in der Firma? Ach, das machen wir auch. Wussten die dann gar nicht, ist egal. Und dann kam der Controller zu uns, hatte 100 Euro ausgegeben bei einer Firma, die da so richtig Gewinne macht, ne? Und sagte, ich habe jetzt 100 Euro ausgegeben, was kriege ich jetzt dafür? Und wir haben uns angeguckt, okay. Ich sage, in einem Jahr 30.000, reicht das? Der ist ja fast umgekippt. Ne? Das ist gut angelegtes Geld, wie das denn? Und da habe ich mal hochgerechnet, was passiert gerade in der Firma, dass sie mehr miteinander arbeiten. Prozesse sind einfacher, nicht mehr hier so Schnittstellen fehlten vorher. Die waren miteinander plötzlich zusammen. Ich habe so eine Stunde hochgerechnet, habe gesagt, mal Gehalt, 30.000 sparen Sie. Na, da ist er wirklich verdutzt weggegangen und hat dann gesagt, ja gut, dann sind 100 Euro ja gut angelegt. Wäre zum Beispiel ein Beispiel. Also, genau, ja. Mit dem Zinseszins würde ich auch gerne 100 Euro verzinsen. Ja, ne? Genau. Ja. Hätte ich kein Problem mit. Das ist eben das Schwierige in der Wirtschaft, dass es nicht, es gibt nicht eine Einzahlung und eine Auszahlung. Oder ne, wie man es üblicherweise kennt, ich investiere und dann kriege ich eine Maschine. Oder, ne, sondern bei den Mitarbeitern. Bei den, ne, das ist eine Sache, die nicht direkt zurückfließt. Na, aber wenn man jetzt mal guckt, es gibt ja so Studien, dass hochzufriedene Mitarbeiter sind vielleicht im Schnitt 3 Tage im Jahr krank, nicht zufriedene oder gar nicht zufriedene sind 10 Tage im Jahr krank, das sind 7 Arbeitstage. Das kann man einfach rechnen. 7 Arbeitstage bei 500 Mitarbeitern im Unternehmen mal Tagessatz, da kommt schon ein hübsches Sümmchen zusammen. Ne? Was ist mit den Vorurteilen? Es kann ja nun sein, wir haben ein Unternehmen mit so und so vielen Mitarbeitern und die haben eine grottige Struktur. Also wirklich ist es alles sehr unangenehm da. Nun wechselt vielleicht einer der Chefs und der sagt so, jetzt mal mehr Menschlichkeit. Die ganzen Mitarbeiter, die da sitzen, denken aber, Chef, ist klar. Mhm. Ne? Denn bei denen ist das so, wenn der Chef reinkommt und Moin sagt, dann sagen sie entweder, es ist ein schleimiges Arschloch, weil er Moin sagt, oder wenn er vorbeigeht und nicht Moin sagt, dann sagt er, ja typisch der Chef, der sagt nie Moin. So. Ja. Diese Vorurteile oder gerade auch bei Mitarbeitern, die innerlich gekündigt haben. Wie kann man das wandeln? Also erstmal ist immer bei solchen Prozessen, es gibt noch einen dritten Sache, dass der Chef kommt und sagt, wir machen anders, sagen sie, lass den mal eine Woche machen, hat das vergessen. Ne? es ist so, dass erstmal Dynamik kommt von Abstoßen. Das erleben wir immer wieder, wenn wir irgendwo reingehen im Prozess, die sagen nicht, ja super, jetzt kommen Berater rein, alles ändert sich, Chef hilft mit und so weiter. Erstmal kommen natürlich Veränderungen. Weil erstmal sage ich ja, ich will es anders haben, jetzt wird es anders, dann sage ich, oh, Mist, jetzt kommen so meine Einzelverstecke sind auch weg. Ne? Das heißt, man muss erstmal aufklären. Man muss mit den Leuten sprechen. Kommunikation ist das wichtigste Mittel erstmal. Ja, aber es ist ja was anderes, ob Sie als Berater mit den Leuten sprechen oder der Chef. Dann sind Sie wieder weg und dann sagen die, oh, jetzt kommt der Alte wieder. Also, ne? Ja. Also wenn es ein alter Chef ist, ist es ein langer Weg, weil viel Vertrauen ja zerstört ist oder verspielt wurde. Dann hilft im Grunde Klartext, Hose runter, sagen wir mal auf, Leute, so ist es gelaufen, ne? Möchte ich nicht mehr, fand ich doof, wir möchten das zukünftig anders machen. Und das wird ein richtig dickes Brett. Ne, da, also das wird, die Mitarbeiter werden nicht die Welle machen und so einen Spaß haben wie hier beim Eingang, sondern die werden genau das sagen, ja, klar, ne, hat der andere auch gesagt. Geduld, ganz, ganz viel Geduld und stetig, Klartext unstetig und kleine Schritte, ganz kleine Schritte nicht überfordern, ne, weil die natürlich mit absoluter Vehemenz ablehnen erstmal und sagen, guck mal, was da passiert. Kann es auch sein, dass das von den Mitarbeitern manchmal als Manipulation gedeutet wird und denken wir, ja, jetzt kommt die Schiene, jetzt kommt der Kuschelkurs, alles klar. Was passiert dann? Also ich sage mal so, wenn die das nicht wahrnehmen, dass da wirklich was Ernstes hintersteht. Deswegen ist es ja ganz wichtig, dass der Chef Vorbild ist. Yeah. Wenn er hinkommt und sagt, so, das machen wir jetzt so, er geht und macht es genau entgegengesetzt, ne, dann sagen die natürlich, Moment, wir sollen laufen, ja, und er läuft nicht mit. Wir sagen immer, wenn wir losgehen, wir nehmen den Chef immer mit und wenn er nicht mitmacht, machen wir das nicht, weil die Leute müssen schon wirklich merken, jawohl, er geht als Erster los und macht das, den unbequemen Weg. Dann sagen sie, wieso, wenn der schon mal macht, ja, da muss ja irgendwas dran sein. Wenn das nicht macht, und das machen möchten viele Chefs so gerne auch, und sagen, sehen Sie zu, dass die Leute laufen. Dann sagen wir mal, nee, das geht nicht, weil wenn eine ehrliche Veränderung geht, nur mit ihnen zusammen. Ne? Und das Interessante ist, die Mitarbeiter merken es sogar im Unterbewusstsein. Also es muss nicht mal so auf der oberen Ebene passieren, sondern wenn ich mit einer manipulativen Haltung reingehe, merken die das meistens im Unterbewusstsein. Also es gibt ja diesen Klassiker, wie man eine Kritik anbringt, Lob, Kritik, Lob. Ja, da
das merkt jeder, dass er da verarscht wird. Ne? Das ist wirklich, ja, dieses Lob ist nicht ehrlich, nicht ernst, sondern dient nur als Sandwich für die eigentliche Botschaft. Ne? Und das merken Mitarbeiter vielleicht nicht sofort bewusst, aber auf der subtilen, unterbewussten Ebene fast immer. Wie geht man denn mit Fehlern um, menschlich? Und ohne zu sagen, du Dussel. Erstmal wissen, Schadensbegrenzung. Wenn einer Fehler gemacht hat, ist das Wichtigste, wenn er es nicht sagt und sagt, oh, darf ich den Chef nicht sagen, wie kann ich es noch ein bisschen verschieben? Nach 3 Tagen, 4 Tagen ist so weit fortgeschritten, man kann nichts mehr retten. Wichtig ist, egal ob wir darüber lachen und uns freuen, dass ein Fehler gemacht ist, ne, erstmal ist er da, wir müssen erstmal retten. Das ist der erste Punkt. Retten und dann guckt man nach, wo ist der Fehler entstanden. Liegt es daran, hat er das Tool nicht gehabt, nicht verstanden, fehlt ihm Know-how? Oder hat er einfach nur gesagt, nee, mache ich nicht. Ja, da kann man sagen, gut, nächstes Mal machst du es dann doch, weil du hast alles. Mach das nächstes Mal wieder nicht, sagt man so. Jetzt müssen wir über was anderes sprechen, weil die Einstellung ist nicht da. Und das fehlt. Genau, und wenn er das, wieder versteht er das über ein Coaching, dass man ihn dahin, sag mal, ihn überzeugt, dass er sagt, Mensch, stimmt, war auch blöd von mir. Wenn er immer noch sagt, nee, ich hab doch keinen Bock, dann sagt man irgendwann, du, hier ist Monopoly, dahin ist Mensch ehrlich, spiel ein anderes Spiel, aber nicht hier. Ja. Ne, wir helfen dir, aber zack, raus. Ne? Was ist, wenn Mitarbeiter echt nicht mitwollen? Den Weg, wenn sie keinen Bock haben oder Querschläger sind. Es gibt ja auch welche, die ganz subtil und sagen, ja, alles prima und dann subtil so rummauscheln und so. Also läuft es am Ende auf eine Trennung raus. Ganz klar, im Ergebnis. Ne? Also das funktioniert nicht. Das geht nicht gut. Gerade wenn es also diese Heckenschützen oder Tretminenleger, diese faulen Äpfel im Korb, das funktioniert nicht. Ne? Da muss man wirklich dann Klartext reden und sich trennen. Und das muss ja nicht unbedingt immer eine böse Absicht sein, aber das ist auf Dauer nicht zu halten. Ja. Was ist mit Disziplin, wenn man menschlich führen will? Geht das? Ganz wichtig, ja. Disziplin ist die Frage, ist ein Begriff, der hört sofort an, Bundeswehr, alles so, zack, zack, jawohl, ne, so ungefähr haben wir alles einmal mitgemacht. Ne? Jedenfalls ist Disziplin, kann man auch so sehen, dass ich selbst Punkte sehe. Motiviert bin oder Punkte sehe, wo ich hin will und dann sage, ja, da will ich jetzt hin, das mache ich jetzt noch heute Abend noch fertig, weil ich will da hin. Der andere Disziplin ist, der Chef sagt, du machst das, bis das Licht ausgeht. Und er sagt, ja, ich muss ja tun, bevor ich hier rausfliege. Also es ist eine Sache, wo einer selbst die Motivation hat, das Motiv hat und sagt, Mensch, ich mache das jetzt, ich will das jetzt fertig haben. Punkt, fertig. Ne? Also gewissermaßen Disziplin aus Eigenantrieb. Ja, das andere ist ja eher Gehorsam. Ne? Gehorsam. Genau. Schön auf Spur. Genau. Was Sie so da in Ihrem Büchlein beschrieben haben, passt das auf alle Unternehmen oder passt das nur auf Unternehmen mit bis zu 100 Leuten oder geht das auch bei welchen mit wirklich ganz, ganz vielen, mit Tausenden von Mitarbeitern? Also ich sag mal so, wir haben ja schon mal mit einem Professor mal so, weißt du noch, im Internet dann... Ja, genau. Ich sag mal so. Du bist gerade so richtig im Flow, komm. Ja. Also es ist mit zunehmender Größe wird es zunehmend deutlich schwieriger, weil auf der Entscheidungsebene, wo es ja seinen Anfang nehmen muss, sitzen irgendwann vielleicht nicht mehr Menschen, die mit Herzblut dahinter stehen, wie jetzt inhabergeführte Unternehmen, dieser typische Mittelstand, wo Vater vielleicht schon gegründet hat oder Mutter und das geht dann in die nächste Generation. Bei Großkonzernen ist es definitiv deutlich schwieriger, vielleicht sogar unmöglich. Also wir haben in unserem Tun immer auch gesagt, das ist eine Liga, in der können wir im Moment noch nicht spielen, können wir uns schwer vorstellen. Mhm. Ja. Also es fehlt ja ein bisschen immer einer, der es übernimmt, diese Verantwortung, das heißt auch ja, diese Ethik. Ne? Es muss eine Gruppe sein, eine Abteilung sein, die das beinhaltet, dann würde das gehen. Nur da oben entstehen ja in den Konzernen so komische Geschichten, die man gar nicht handeln kann. Wir haben von so einem Kollegen, der da unterwegs ist, ne, Dinge gehört zur Zwangshandlung von irgendwelchen Managern, die irgendwas ja, machen müssen in der Öffentlichkeit, was sie selber auch nicht machen wollen. Zwangsneurosen sind das da. Ne? Und damit kann man, das sind für Therapie ist das, ne? Nicht Coaching mehr. Ne? Genau. Das ist definitiv. Ne? Psychopathen. Ja, da laufen noch ganz andere Dinge. Ne? Ja. Wir gelegentlich haben wir mal einen Klienten, also eine Einzelperson, die wir coachen aus großen Unternehmen und das sind Ränkespiele, da geht es darum, wer fährt den schnelleren oder den geileren Firmenwagen und der eine kriegt dies, der andere kriegt das, da wird genau darauf geachtet. Dann sagt der Chef, pass mal auf, in 3 Jahren übernimmst du die Abteilung. 2 Jahre später, da stört mein Geschwätz von gestern, dann kommt ein anderer davor. Also das ist richtig schwierig da. Da ist ja. Vertrauen und alles, das ist ja, also es sind ja eher die Werte höher, schneller, weiter. Genau. Klaus Pandreck, ja. Stefan Borkow, vielen Dank für den Einblick. Ein bisschen Musik und zwar von Tore Wittenberg mit dem Song Das ist, was du kriegst. Applaus
Wir sind Statistik und Namen und Nummern irgendwo früher. Warst du mal zornig, heute bist du froh. Abends mit ruhigem Gewissen Essen auf den Tisch zu bringen. Du setzt dich morgens in den Wagen und du fängst an zu singen. Was du kriegst, was du immer wolltest, aber wo warst du, als es darauf ankam, sich zu entscheiden, wohin es gehen soll. Du hast es verpasst, jetzt wirf die Anker. Du erzählst ständig allen aus den 80er Jahren, wo alle noch so unglaublich viel besser drauf waren. Im Radio läuft ein Lied von den Ärzten, du schaltest ab und beginnst zu scherzen. Die waren früher auch noch real, heute verkaufen sie für deinen Geschmack zu viel. Und das ist, was du kriegst, was du immer wolltest, aber wo warst du, als es darauf fangen kann, sich zu entscheiden, wohin es gehen soll. Du hast es verpasst, jetzt wirf die Anker. Jetzt wirf die Anker aus. 3, 2, 1, raus. Das ist kein Applaus, sondern dein Weg nach Haus. Und das ist, was du kriegst, das, was du immer wolltest. Aber wo warst du, als es darauf ankam, sich zu entscheiden, wohin es gehen soll. Du hast es verpasst, jetzt wirf die Anker. Und das ist, was du kriegst, das, was du immer wolltest. Aber wo warst du, als es darauf ankam, sich zu entscheiden, wohin es gehen soll. Du hast es verpasst, jetzt wirf die Anker. Hin will. Ne? Dann weiß man auch besser, in welche Position man möchte, was man gerne macht und so weiter. So, da Sie ja doch ja, recht gebildet scheinen, spielen wir jetzt das Spiel Drei wilde Wörter. Ich erzähle Ihnen ein Wort und Sie sagen mir einfach, was das bedeutet. Ganz einfach. Ganz einfach. Ganz easy peasy. Also, bullös. 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 Bulle. Oh, synchron Bulle, sprechen geht schon mal. Vielleicht geht auch synchron schwimmen. Ja, genau. Kräftig vom Bulle, bullös. Ja, genau, bullös. Das heißt, bullös eben halt. Kräftig. Ja, kräftig. Kräftig. Was? Hä? Hemd? In welcher Sprache? In Persisch? Wie Bluse. Ja, ist schon ganz. Deutsch, gell? Ja, logisch. Ja. Es heißt blasig. Blasig. Ja. Ja, oh, schon fast. Ne? Hat ja ein bisschen was. War mit, wohl eine dicke Blase, an die Sie gedacht haben. Ne? Genau. Bullenblase quasi. Ja, eine Bullenblase sozusagen, genau. Ja, das genau. Geht doch. Schauen wir mal, was das nächste Wort so hergibt. Frackers. Frackers. Das kann man doch, ja, das kann man, gibt so eine Bude doch, da kann man das essen, ne? Ach ja, der Tapas sind das. Das war Frakassee. Frakassee, Tapas, Frakassee. Fracking ist doch hier dieses Gasbohren. Ja, das ist anders, Frackers, Frackers. Heißt es jemand Frackers? Frackers. Frackers. Frakass. Frakass. Bitte? Ja, nee, das war auch mit AS am Ende. Sollen wir was raten? Ja, natürlich. Ja, Frakass, Frakass, Frakass. Frakass, das ist der Bügel vom Frack. Vom Frack, irgendwas mit Frack, genau. Frackass. Ja. Ein Jackett, genau. Ja, guck mal. Genau. Ist eine Untermarke von Hugo Frackass. Ah, ja, ja. Und heißt eigentlich Lärm und Getöse. Okay. Ja, wusste ich doch. Okay. Mann, ey. Wir sind ja ein tolles Team hier. Ja, absolut. Einen habe ich noch. Ja. Inhibitorisch. 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 Alter Lateiner, kleines Latino. Ja, genau. Ich habe nur das kleine Latino. Ehrlich? Das kam im Großen erst, glaube ich. Ja. Ja, ja. Inhibitorisch. Ja, inhibitorisch. Inhibitorisch. Einheimisch, sag ich jetzt einfach. Einheimisch? Inliegend, ja. Inliegend? Ja, fast, ne?
Rechtssprache, junge Herren, Rechtssprache, heißend, verhindernd und verbietend. Ah, guck. So war ja. Also, war zumindest schon die gleiche Sprache. Weil Sie so schön abgelust haben, habe ich noch eins. Ja. Außerdem sind Sie zu zweit, ne? Da wollen wir mal eingehen, eine Zugabe, mit Zugabe, oder? Ja. Okay. Und zwar Neophyt. 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 Mit F oder mit PH? Mit PH. Mit PH. Neophyt. 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 Man muss auch so ein bisschen so mit. Ja, genau. Okay, Neophyt. Neophyt. Und? Irgendwelche geistigen. Ja, genau, wir haben ganz viele. Neophyt. Neophyt. Neo, wie Neolampe. Ja, das ist ein... Okay, lassen wir das. Urzeittier. Wir haben ja keine Zeit. In der alten Kirche durch die Taufe in die christliche Gemeinschaft aufgenommener. Oder B. In bestimmte Geheimbünde neu aufgenommener. Ach so. Oder C. Pflanze, die sich in historischer Zeit in bestimmten ihr unursprünglichen fremden Gebieten eingebürgert hat. Ach so, eine Migrantenpflanze. Ja, klar. Okay, super. Okay, gut. Hätte klappen können. Ja. Was soll's, trotzdem super. Wie wäre der Preis gewesen? Wie war das noch? Irren ist menschlich, so ist und wollen wir mal keine Schuld den Fehlern. Genau. Warum ist das Umsetzen mit der Menschlichkeit in Unternehmen so eine Schwierigkeit? Warum ist das so eine Hürde? Ich sag mal so, erstmal ist ja der Alltag da. Der Alltag ist sehr getaktet, ne? Und wir erleben ja oft, dass zum Beispiel Führungskräfte, die ja viel entscheiden müssen, da überfordert sind. Die haben also gar keine Luft mehr, da irgendwas umzusetzen, gerade als Führungskraft. Wir erleben ja auch, dass da so aus sicheren Quellen heißt es, dass da auch Tabletten weitergereicht werden, damit man das übersteht, der Stress. Ja. Früher war es der Alkohol, da hat mir mal Getränkehändler gesagt, morgens um 8 Uhr kommen die mit den Schnips und ab 10 Uhr kommen die vom Bahnhof, ne, so ungefähr. Da sieht man schon den Druck. Und das heißt, wenn ich da so unter Druck bin, das kennt jeder, wer im Kopf ist, so zack, 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 getaktet und soll dann plötzlich was fühlen oder mal was merken oder was wahrnehmen, präsent sein, ne? Geht gar nicht. Das kann man gar nicht umstellen, das ist so schnell. Ne? Und es ist schwierig, weil viele Führungskräfte ja quasi wie die Mutter zum Kind dahin kommen. Es ist ja oft so, man ist eine gute Fachkraft, dann wird man vielleicht Abteilungsleiter, man wird Manager und irgendwann wird man sozusagen in die Inkompetenz befördert, weil man dieses tolle Fachwissen, das kann man nicht mehr anwenden, weil man keine Zeit mehr dazu hat. Führungswissen hat man noch nicht aufgebaut und darum steht man da, und das ist zum Beispiel für unsere Branche absolut typisch. Wir werden ja alle Steuerberater, weil wir so toll steuern können, aber so wenig führen. Und das passiert dann, wenn man sich dann nicht... Also Sie haben es mit Zahlen, ja, nicht so mit Wörtern. Ursprünglich haben wir es ja jetzt nicht mehr natürlich, aber Zahlen können wir richtig gut, aber das andere, das lernen Sie auch nirgendwo. Ne? Ich meine, überlegen Sie ein BWL-Studium, das sind ja die zukünftigen Wirtschaftslenker, wie man so schön sagt, da gibt es kein Fach. Personalführung oder Psychologie oder dergleichen null. Aber es gibt Managerschulen, die noch lehren wie 1860. Ja. Die ganzen Theorien laufen immer noch genauso ab. Die kommen auch an, die Sachen das auch so. Ne? Ich meine, in der Schule bilden wir auch immer noch weiter Arbeiter aus und keine Mitdenker. Ja. Ja. Und somit keine Mitwirker auch nicht. Was sind denn die größten Hürden, die jemand nehmen muss, um zu sagen, ich stelle mein Organigramm um? Mut und Geduld. Mut vor allen Dingen. Weil die ersten Schritte sind sehr wagemutig, sag ich mal. Ne? Also wenn wir so anfangen, mehr Arbeiten abzugeben, wo wir uns früher ja für die Meister des Faches gehalten haben, und das geben jetzt dann andere Leute ab, dann geht auch mal was daneben. Weil natürlich Mitarbeiter, die unsere Arbeit übernehmen, noch nicht die Erfahrung haben, wie wir sie in dem Job haben. Und das auszuhalten, dass auch mal was daneben geht, wo ich genau merke, verdammt, ich hätte es vielleicht besser gekonnt, oft genug ist das aber gar nicht so. Aber dieses Gefühl, diese Denke, also es braucht ganz viel Mut, gerade für die ersten Schritte und Geduld. Und auch die Blockaden natürlich, die ziehen, die Widerstände. Zum Beispiel, wenn ich einen Menschen habe, der am Tag so, ich sag mal, 15 Stunden arbeitet, der ist ein Wert. Der geht los und sagt, das ist mein Wert, erzählen ja viele am Tisch dann. Ne? Boah, ich musste wieder 16 Stunden arbeiten. Ah, das ist ja gar nichts. 18, sagt der eine 48 oder sowas. Und ich war krank und bin trotzdem zur Arbeit gegangen. Richtig, genau. Super. So, jetzt nehme ich dem was weg. Jetzt plötzlich ist da nichts mehr, das spielt eine Rolle und die nehme ich ihm weg. Ich habe damals mein Erlebnis gehabt mit einem Manager von einer Riesenfirma, wenn der ankam vor der Tür, merkte man schon, der kommt.
man hat noch nichts gehört, plötzlich merkt man, alle wurden unruhig, ne? Ich sag, was ist los? Der Chef kommt. Ich sag, wo, hören Sie was? Merk ich, ne? Tür ging raus, sagen, da war er, ne? Dann kam er zur privaten Steuererklärung mit seiner Frau, da klingelt die Tür klingelt, ich mach Tür los, steht die Frau nur da. Ich sag, ah, wollen Sie nicht mit Ihrem Mann kommen? Doch, der steht neben mir, neben der Wand. Ich hab geguckt, hallo, ne? Ich denke, das ist nicht derselbe Mensch. Das sind so Rollen, und wenn man das wegnimmt, diese Rolle, dann haben die das Gefühl, die haben da nichts, damit identifizieren sie sich. Genau. Und das muss man denen geben, dass sie sagen, du hast eine Möglichkeit, was anderes zu tun. Und dahinter sind die froh und sagen, ich hätte es eh nicht geschafft von der ganzen Menge. Ich bin eigentlich froh, dass ich mal was abgeben kann. Ne? Und da ist wieder Vertrauen. Ganz ja. Genau. Absolut. Klaus Pandrek, ja. Stefan Prokop, vielen, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Vielen Dank. Sind Sie Fußballfans? Klar. Ah, gut, dann brauchen Sie es nicht noch werden. Wir hören jetzt nämlich Tore Wittenberg mit Fußballfan. Bitte schön. Oft schon hab ich überlegt, was mir zu meinem Glück noch fehlt. Ich hab so oft schlechte Laune und weiß nicht warum. Alle freuen sich aufs Wochenende, ich freu mich aufs Wochenende. Ich hab wieder nichts zu tun, werd mich ein bisschen ausruhen. Doch ich weiß nicht, was mir fehlt und ich weiß nicht, wie das geht. Aber ich wär so gerne Fußballfan, doch ich habe keinen Plan. Alle können sich drüber unterhalten und zu Auswärtsspielen fahren. Jedes Wochenende im Stadion, ständig in anderen Städten. Mittags schon Bier trinken, oh, das wär ein schönes Leben. Aber leider hab ich keine Ahnung, leider interessiert's mich nicht. Ich werd wohl niemals Fußballfan, aber vielleicht, vielleicht ja trotzdem glücklich. I would never walk alone and I would have found a place called home. Ich glaub, das wäre ganz genau mein Ding. Doch ich weiß nicht, wie das geht. Oh nein, ich weiß nicht, wie das geht. Nein, ich weiß nicht, wie das geht. Und es wäre sowieso, sowieso zu spät. Aber ich wäre so gerne Fußballfan, doch ich habe keinen Plan. Alle können sich drüber unterhalten und zu Auswärtsspielen fahren. Jedes Wochenende im Stadion, ständig in anderen Städten. Mittags schon Bier trinken, oh, das wär ein schönes Leben. Aber leider hab ich keine Ahnung, leider interessiert's mich nicht. Ich werd wohl niemals Fußballfan, aber vielleicht, vielleicht ja trotzdem glücklich. Ich wäre so gerne Fußballfan, aber ich habe keinen Plan. Alle können sich drüber unterhalten und zu Auswärtsspielen fahren. Jedes Wochenende im Stadion, ständig in anderen Städten. Mittags schon Bier trinken, oh, das wäre ein schönes Leben. Danke. Fan, ziemlich glücklich und ziehen wir nur alle zwei Jahre den Trikot an, ne? Ist klar. Vielen Dank, dass ihr heute alle da wart. Es war richtig, richtig cool. Schöne Stimmung und ich würde sagen, kommt einfach das nächste Mal alle wieder. Vielen, vielen Dank an unsere beiden Gäste. Klasse. Und ich freue mich, wenn es das nächste Mal wieder heißt, Mutter bei die Fische. Woo!